Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Jurassic Park 1 Nachbauprojekt in Jurassic World Evolution. Und nein, wir befinden uns gerade hier nicht in Jurassic World Evolution, wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen könnt. Das hier ist Jurassic Dream, ein Fanmade-Game, was man kostenlos runterladen und zocken kann. Richtig, richtig cool. Hat auch jemand von euch in die Kommentare geschrieben, dass ich mir das mal anschauen soll. Und ja, das werde ich auch tun, das werde ich alles so ein bisschen für die Inspiration und Planung von unserem Jurassic Park 1 benutzen, weil das sehr, sehr cool ist, weil wir halt hier sozusagen direkt in Ego-Perspektive in dem Park herumfahren können. Das ist mega nice. Ist auch der erste Link unten in der Videobeschreibung, falls ihr das auch mal spielen wollt. Wir sind hier gerade auf dem Heli-Landepad, das haben wir auch schon nachgebaut. Und ich muss sagen, wir haben das. Also es sieht schon sehr, sehr nah an unserem aus, was wir gebaut haben. Ich finde, wir haben sogar teilweise ein paar mehr Details hier eingebaut. Natürlich den Wasserfall und so nicht. Aber hier die Klippen und so, ich glaube, da haben wir das ein bisschen besser gemacht als die hier in diesem Spiel. Und auch hier das mit dem Wasser, weil normalerweise ist hier auch viel mehr Klippen und nur so eine kleine Pfütze. Und ich glaube, beim Nachbauen haben wir das echt ein bisschen besser hinbekommen. Aber was mir noch positiv aufgefallen ist, ich habe mich nicht verguckt. Hier auf der rechten Seite ist wirklich nochmal so ein kleiner Graben. Das kommt man ja im Film ganz, ganz schwer erkennen auf den Screenshots. Aber wir haben es auf jeden Fall richtig gemacht. Zumindest hat derjenige, der das Spiel hier entwickelt hat, auch diesen kleinen Graben eingefügt, was mega cool ist. Aber für uns sind diese Sachen natürlich nicht so interessant. Die haben wir ja schon gebaut. Für uns geht es heute eher um den Weg von der Schleuse, wo wir gleich durchfahren werden, zu dieser Brachiosaurus-Wiese oder dahin, wo dieses Gewässer ist, wo dann die Brachios und Paras sind. Hier ist auch nochmal so ein kleines Highlight. Hier steht nämlich nochmal so ein cooles Schild, was sozusagen ein Wegweiser zum Besucherzentrum ist. Also hier geht es zum Besucherzentrum. Diese Schilder gibt es ja mittlerweile in Jurassic World Evolution. Die können wir auf jeden Fall auch noch einfügen. Das dürfen wir nicht vergessen. So, weiter geht's. Das haben wir ja schon alles gebaut. Hier geht es dann durch die Schleuse. Hier ist sogar ein bisschen cooler, die Schleuse, als die, die wir gebaut haben. Aber ja, wir können es leider nicht ganz so cool machen. Ist ja auch nicht weiter schlimm. So, jetzt wird es interessant, Leute. Jetzt müssen wir auf dem Weg ein bisschen achten. Und mir ist hier auf jeden Fall schon was aufgefallen. Es geht nämlich hier erstmal einmal runter und links um die Kurve. Im Film sieht man dann auch noch so ein paar Szenen. Und dann geht es eigentlich schon zu dieser Brachiosaurus-Szene. Aber es gibt hier auch Sachen, die ich vermisse. Weil hier oben geht es, glaube ich, schon zu der Brachiosaurus-Szene, wenn mich nicht alles täuscht. Hier stehen nämlich diese paar Bäumchen, wo dann der Brachio hochläuft und frisst. Das müsste eigentlich hier oben sein. Und hier stehen sie dann und gucken hier runter auf die Wiese und da hinten stehen dann die Brachios und Paras. Ist an sich gar nicht so schlecht von der Planung her. Man kommt sozusagen da hinten aus der Schleuse raus, dann links und rechts geht es wieder hoch und dann ist man schon bei dieser Schlüsselszene. Allerdings sind mir hier ein paar Dinge aufgefallen, die mir fehlen. Nämlich fehlt einmal, ich blende am besten für euch die Screenshots dann wieder ein, also es fehlt einmal bei diesem Weg da vorne, man hat im Film gesehen, das auf der linken Seite, also erstmal hat man gesehen, dass der Weg wahrscheinlich ein bisschen länger ist, weil so ein paar Szenen da reingeschnitten wurden und dann war auch ein Schnitt zu der nächsten Szene. Also ich gehe davon aus, dass dieser Weg ein bisschen länger sein muss. Und man hat im Film ganz gut gesehen, dass auf der linken eine Klippe ist und auf der rechten eine Wiese. Auf zwei Filmszenen hat man das ganz gut gesehen. Das haben die hier in diesem Projekt jetzt auch nicht gemacht. Also die haben hier auch wahrscheinlich, Entschuldigung, die haben hier wahrscheinlich auch so ein bisschen eigeninterpretiert. Und mir fehlt ein bisschen diese Szene, wo sie mit dem Jeep über die Wiese fahren und dann an diesen zwei großen Bäumen vorbei. Die habe ich jetzt hier auch nicht gesehen. Aber ansonsten ist das schon eine sehr gute Inspiration hier. Ich finde es im Prinzip gar nicht so schlecht, dass man aus der Schleuse kommt und erstmal links lang fährt und dann nach rechts oben. Ich glaube, das könnte schon relativ gut in die richtige Richtung gehen. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt gar nicht weiter oder länger hier um. Weil ich möchte natürlich auch noch ein bisschen vorankommen heute. Und deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen in die Planung über. Und damit befinden wir uns hier in der Planungsphase im Photoshop. Ich habe hier mal eine 1993 Isla Nublar-Karte aufgerufen, die auch von Fans gemacht wurde, wo sozusagen der Jurassic Park 1 so ein bisschen abgebildet ist. Lasst euch erstmal hier nicht schocken von diesen ganzen Symbolen und Zeichen, die man hier sieht. Ich werde euch das gleich alles so ein bisschen erklären. Sieht erstmal sehr unübersichtlich aus, aber keine Sorge, das kriegen wir schon alles hin. Haben auch übrigens viele von euch in die Kommentare geschrieben, dass es sowas ja gibt. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall auch für die Planung so ein bisschen benutzen. Wir können erstmal schauen, wie momentan der Stand der Dinge ist. Also wir sind hier unten beim Helipad auf der Karte. Achso, was ihr immer bedenken müsst noch, ne? Wir werden das alles nicht komplett so nachbauen können.
Weil ihr seht hier die komplette Insel Isla Nublar. Also ihr seht hier außenrum immer mehr. Und in-game, die habe ich hier, da seht ihr nur einen Teilausschnitt der Insel, den wir bebauen können. Weil hier seht ihr ja, hier ist am Rand kein Meer oder sowas. Das heißt, wir können wirklich nur von Isla Nublar einen Teilausschnitt bebauen. Und was für uns auch bedeutet, dass wir definitiv nicht die gesamte Insel hier nachbauen können. Aber für mich sind auch hauptsächlich die ganzen Schlüsselszenen, die man im Film sieht und sowas, am wichtigsten. Ich will später mit meinem Jurassic Park 1 Nachbau erreichen, dass man so ein bisschen Nostalgiefaktor hat, wenn man darin rumfährt und sich halt an diese Filmszene erinnert. Das ist so ein bisschen das Ziel davon. Wir sind jetzt gerade hier beim Helipad und haben sozusagen hier den Weg schon hochgebaut und die Schleuse. Soweit sind wir momentan. Und jetzt müssen wir quasi diesen Weg, ich mache den mal in einer anderen Farbe, wartet mal. Wir machen das mal. Ich will auch eine auffällige Farbe haben. Ich nehme einfach blau. So. Also das Rote haben wir jetzt schon gebaut. Und wir müssen jetzt heute sozusagen diesen Weg hier bauen. Man kann es echt schwer erkennen. Auf jeden Fall müssen wir hier hin. Und hier ist dann diese Herbivore Paddock 2. Ich weiß nicht, ob ihr es noch erkennen könnt hier. Hier sind auf jeden Fall die Brachios und die Parasaurus. Und an dieses Ziel will ich heute kommen. Das wollen wir heute nachbauen. Es ist auf dieser Karte leider auch sehr, sehr schwer zu erkennen. Ich mache mal wieder die Zeichnung weg. Das hier ist auf jeden Fall unser Ziel. Da wollen wir hin. Ich mache es mal so, dass wir hier nichts verdecken. So. Also das wollen wir heute bauen, den Weg. Und wir müssen das Ganze natürlich so organisieren und planen, dass das soweit passt. Dass wir später auch die anderen Sachen noch vernünftig im Park unterbringen können. Weil wenn wir uns jetzt eine Sache verbauen oder sowas, dann werden wir später den Rest des Parks nicht mehr so gut hinbekommen. Und ja, es wird ganz schön schwierig. Hier auf der Karte sind auch echt viele Sachen eingezeichnet, die man im Film gar nicht sieht. Zum Beispiel hier die Aviary oder wie die heißt. Aviary. Schwieriges Wort. Auf jeden Fall gab es wohl schon in Jurassic Park 1, hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, eine Pteranodon-Kuppel und sowas. Hat man im Film gar nicht gesehen. Wenn wir sowas später nicht untergebracht kriegen in unserem Jurassic Park, dann finde ich das auch nicht schlimm. Einfach weil man es im Film halt nicht sieht. Ich springe mal ganz kurz zu der anderen Karte. Gehen wir nämlich hier auch mal auf den Stand, den wir momentan haben. Ich zoome mal ein bisschen rein für euch. So. Solltet ihr das eigentlich ganz gut erkennen können. Naja. So, hier unten haben wir nämlich unser Helipad gebaut. Also hier sind wir. Und dann sind wir hier abgefahren. Und hier ungefähr ist unsere Schleuse. Soweit sind wir jetzt. Dann habt ihr den Vergleich. Also das ist der Teil hier auf der Karte. Ich zoome mal ein bisschen raus. Hier unten, den haben wir nachgebaut in Rot. Und auch hier ist das Ganze in Rot. Hier kann ich natürlich jetzt nicht blau nehmen, das ist natürlich uns smart gewesen. Wir werden hier jetzt einfach mal grün verwenden. Ich habe nämlich so ein paar Ideen, in welche Richtung wir das bauen könnten, was jetzt natürlich für unsere Planung wichtig ist. Also wir müssen ja einmal zu diesem Punkt, habe ich euch gezeigt. Und als nächstes, ja, ich behalte jetzt einfach mal grün, müssen wir eigentlich von hier aus, Welcome to Jurassic Park, ah, wir müssen da hoch, okay, das ist sogar eingezeichnet. Leute, wir machen das jetzt mal in grün, so wie ich es hier auch habe. Also hier ist der Welcome to Jurassic Park Punkt, da oben. Da müssen wir nämlich hin. Und das heißt, wir müssen im Prinzip diese Straße hier. Aber irgendwie macht das gar keinen, oder? Fahren wir rechts vorbei an der Stelle? Hier ist die Pteranodon Lodge. Das ist schon irgendwie verwirrend auf dieser Map, muss ich sagen. Egal, Leute, wir müssen auf jeden Fall an diesen Punkt. Und hier ist dann Welcome to Jurassic Park. Und dann sieht man hier den Brachio und den Para. Und was dann für uns als nächstes in der Planung wichtig ist, ist der Weg, der würde jetzt hier oben nochmal langführen, aber für uns ist als nächstes der Weg zum Visitor Center wichtig. Das sind nämlich so die nächsten Anlaufstellen, die wir haben. Erstmal diese Wiese und dann das Visitor Center. Und von diesem aus geht es dann zum Beispiel zu dem Raptor-Gebäude. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt hier ist. Da ist die Raptor-Pan, hier unten. Da geht es dann hin als nächste Filmszene. Und dann geht es quasi auf diese Safari-Tour. Bis dahin hatten wir schon durchgeplant. Ich denke mal, hier ist das Jurassic Park Gate, also dieses Symbol da oben. Ich will gar nicht so nah ranzoomen, dann seht ihr es auch nicht. Dieses Symbol hier oben ist wahrscheinlich das Jurassic Park Gate. Und hier geht es dann auf diese Rundtour, sozusagen einmal quer durch den Park. Ich glaube, das ist auch das Gelbe hier, ne? Tour Road, ja. Und hier geht es dann einmal rundherum oder hier unten lang, ich weiß es gar nicht. Müsste man dann gucken. Ist schon wieder super viel gekritzelt hier. Ich hoffe, ihr kommt einigermaßen hinterher. Oh, sorry. Aber für uns ist jetzt gerade im Prinzip echt am wichtigsten, dass wir diese Welcome to Jurassic Park Szene vernünftig, also einen Weg vernünftig dahin bauen und dass wir dann den Weg zum Visitor Center planen, ohne dass wir den Park zu sehr verbauen, weil wir halt hier wirklich noch
sehr viel Platz brauchen werden später. Ich habe mir jetzt schon mal so zwei Herangehensweisen überlegt, muss ich sagen. Und zwar zum einen könnte man entweder, wir hatten ja geplant, hier so lang zu gehen, aber ich habe mir überlegt, das wird einfach ja, zu platzverschwenderisch. Hier wäre dann nämlich dieses Gewässer mit der Welcome to Jurassic Park Szene. Aber ich glaube, das wäre wirklich vom Platz her nicht gut. Dann hätten wir nicht mehr viel Platz. Deswegen habe ich mir überlegt, also entweder gehen wir hier weiter in diese Richtung und würden dann, ja, dann müssten wir quasi das Gewässer hier irgendwo machen und hier diese ganze Welcome to Jurassic Park Geschichte, also hier diese Szene machen. Aber dann würde es darauf hinauslaufen, dass wir vermutlich entweder hier zurückgehen und hier das Besucherzentrum machen. Wie mache ich das mit dem Besucherzentrum? Ich nenne es einfach mal B. B wäre das Besucherzentrum. Oder dass es hier weitergeht und das alles irgendwie hier oben wäre. Das wäre auch noch ein Plan. Und dann hätte man sozusagen diesen Platz hier für diese Jurassic Safari Tour. Wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber man könnte auch überlegen, dann würden wir das mehr wie in diesem Spiel machen, was wir vorhin gesehen haben, dass wir hier diese Linkskurve mitnehmen nach der Schleuse, hier lang, und dann einfach wieder irgendwie links gehen. Und dann wird hier irgendwo das Besucherzentrum kommen. Und hier würde es dann nochmal sozusagen nach rechts abgehen. Und hier wäre dann diese Welcome to Jurassic Park Szene. Da müsste man ja das Gewässer halt natürlich noch anpassen. Das würde dann wahrscheinlich irgendwo hier sein oder so. Ich weiß es jetzt nicht. Wir machen es halt ungefähr. Und dann hätte man hier das Besucherzentrum, dann wahrscheinlich hier diese Raptor-Dingens. Oh, wir können auch mal eben, wartet mal kurz. Ah nee, ist egal. Hier hätten wir dann diese Raptor-Geschichte und dann wäre hier noch richtig viel Platz für den Rest des Parks. Ich glaube, das wäre schon fast eine schönere Herangehensweise. Würde mir, glaube ich, besser gefallen. Ist für euch jetzt wahrscheinlich mega viel gekritzelt, sieht auch total strange aus. Aber ich würde sagen, ich werde das alles, glaube ich, so ein bisschen in diese Richtung hier planen und dann schauen wir einfach mal, wie sich das in-game umsetzen lässt. So Leute, da sind wir wieder in-game und hat jetzt ein bisschen gedauert, aber das gehört halt dazu, diese Planungsphasen. Ihr habt übrigens auch zu dieser Geschichte mit den Lampen was in die Kommentare geschrieben, aber das war sehr zwiegespalten. Also einige sagen, wir sollten die machen, andere sagen, wir sollten die nicht machen. Andere haben auch sogar gesagt, wir könnten die ja hier auf das Flugpad an sich machen, aber das geht leider nicht, das habe ich auch schon erwähnt. Ich würde die halt, wenn dann, hier um dieses Pad herum verteilen. Aber da bin ich mir halt auch noch nicht schlüssig, ob ich das später will. Das ist auch so Detailarbeit, die jetzt im Prinzip gar nicht so wichtig ist. Was wir vorhin gesehen haben, ist, dass dieser Weg, diese Wegweiser hier stehen. Hier haben wir ein Helipad, da Visitor Center, das wäre der richtige. Den könnte man sogar hier hin platzieren, da wäre ich völlig, das würde ich völlig cool finden. Wenn wir den jetzt hier hin platzieren. Über die Platzierung können wir später auch nochmal ein bisschen genauer nachdenken, denke ich. Guck mal, das würde jetzt sogar schon gar nicht passen hier vom Pfeil her. Aber das hat man sehr, sehr schlecht auch gesehen beim Platzieren, muss ich sagen. So, jetzt sieht man es ein bisschen besser. So rum ist nämlich richtig. Da geht es zum Visitor Center. Lassen wir erstmal so stehen, damit wir das nicht vergessen. Finde ich jetzt nicht so schön, die Platzierung, aber dann denken wir auf jeden Fall an die Schilder. So, hier geht es dann durch die Schleuse. Hier hatten wir auch schon diese eine Stelle gebaut. Und hier müssten wir halt jetzt mit der Planung fortfahren. Ich habe euch das Ganze ja vorhin gezeigt. Also hier unten sind wir mit dem Helipad. Hier geht es nach rechts. Und meine Planung, wie ich es, glaube ich, am coolsten finden würde, wäre, glaube ich, dass wir hier links abbiegen und dann hier irgendwo diese Welcome to Jurassic Park Szene machen. Wäre auch, glaube ich, ganz cool, wenn das dann relativ mittig hier im Park wäre, oder? Und dann könnten wir hier oben die Jurassic Tour langführen, durch die ganzen Gehege. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Und die andere Variante wäre halt, das Ganze hier außen lang zu führen. Die würde auch gehen. Aber ich glaube, ich finde die Variante linksrum ein bisschen schöner, muss ich sagen. Das heißt, wir müssten hier erstmal viel Wald entfernen. Bin echt gespannt, ob das später alles so aufgeht, wie ich es mir vorstelle. Das ist nämlich super, super schwierig zu planen. Und gefühlt hat das auch jeder anders gemacht. Ich habe mir mittlerweile schon so ein paar Nachbauten auch angeguckt und jeder baut das irgendwie anders. Ja, aber ich habe mir auf jeden Fall als Priorität gesetzt, am wichtigsten sind für mich die Schlüsselszenen, die man auf den Screenshots im Film direkt sieht und die möchte ich halt so genau wie möglich nachbauen. Wenn da mal irgendwas nicht ganz realistisch ist und passt, dann finde ich das nicht so schlimm. Also weiß nicht, irgendwas nicht ganz logisch ist von den Wegverbindungen oder sowas. Hauptsache, die Schlüsselszenen sind alle klar erkennbar und wenn man dann später im Park ist, hat man diesen Nostalgiefaktor. Das ist
So das, was ich auf jeden Fall mit meinem Nachbau erreichen möchte hier. Ich habe übrigens auch nochmal das Texture Pack so ein bisschen geändert. Wir haben jetzt nicht mehr diese dunklen Gräser. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Hier vorne kommt man das immer ganz gut sehen. Der Boden war halt immer sehr, sehr dunkel. Ist jetzt alles wieder ein bisschen grünlicher. Aber hier, das Braune und so hat sich nicht geändert. Also keine Sorge. Hier sind schon die Dinos am Chillen. Auch nicht schlecht. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich wollte jetzt hier eigentlich quasi links abbiegen, ne? Ja, wir müssen jetzt hier wirklich so ein bisschen Grundplanung machen. Ich kann mal für euch den Screenshot einblenden, der jetzt als nächstes für uns interessant wird. Das ist nämlich der mit diesen zwei großen Bäumen und dieser großen Wiese. Und ja. Wobei, wir müssen nochmal eigentlich zurückspringen auf andere Screenshots. Nämlich diese Wege-Screenshots. Ja, diese müssen wir nämlich hier auch noch einbauen. Was sozusagen auf der linken Mauer so ein bisschen Berg ist. Vielleicht könnten wir das auch hier machen. Hier geht's dann noch lang. Ich weiß es nicht. Echt schwer zu sagen, Leute. Ich würde sagen, ich glätte hier erstmal nochmal ein bisschen über. Und dann schauen wir mal weiter. So, Leute, damit wir das realistisch gestalten, könnten wir es wirklich so machen, dass wir hier steil um eine Kurve fahren, weil das sieht man ja im Film eigentlich jetzt nicht so, wie der Streckenverlauf genau ist. Wir müssen jetzt eigentlich nur dafür sorgen, dass die linke Seite auf der Straße halt hoch ist, vom Bergen oder sowas. Und die rechte halt so ein bisschen mit Wiese. Macht dann sogar Sinn, wenn wir hier noch so ein bisschen das Ganze bergiger machen, weil hier ist das ja auch bergiger. Und auf der rechten ist dann schon so ein bisschen Wiese. Und der Weg wird dann, also das mit den Bergen mache ich gleich so alles. Das ist für euch ja nicht so interessant. Es dauert nämlich immer recht lange, sowas zu machen. Ja, der Weg würde dann ungefähr hier so weiterführen. Das Wasser gar nicht entfernt. Das machen wir mal eben weg. Hier ist auch noch nicht alles grün. Also wir werden jetzt hier komplett alles umstrukturieren. Habe ich jetzt auch gar nicht mit gerechnet. Weil das Gewässer da hinten, das große hier, was ja eigentlich so ein bisschen der Plan war, das zu benutzen, das wird jetzt gar nicht mehr stattfinden mit unserer jetzigen Planung. Ich bin echt gespannt, ob wir das später so hinbekommen oder nicht. Aber ja, wir schauen mal. Ich glaube, es wird schon cool werden, aber vielleicht ist es auch nicht so am Original dran. Aber seid da bitte nicht böse. Für mich ist es, wie gesagt, am wichtigsten, dass wir hier die Filmszenen alle gut nachbauen. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr dankbar über Tipps und auch gerne Kritik. Gerne in die Kommentare. Habe ich absolut kein Problem mit. So, hier fährt der Weg dann weiter. Hier wäre es dann so ein bisschen hoch. Und hier hinten soll es dann irgendwo zum Visitor Center gehen. Wir können das ja einfach mal grob in diese Richtung mal platzieren. Einfach um ja, uns zu merken, dass wir das hier hinten hinbauen wollen. Also hier hinten irgendwo wird das hinkommen. Dann wird hier natürlich noch das Raptor-Gehege hinkommen irgendwo. Irgendwo hier hinten wahrscheinlich oder so. Müssen wir dann mal schauen. Dann wird hier hinten wahrscheinlich allgemein so ein paar Cafés vielleicht noch hinkommen. Und andere Gebäude. Wir müssen ja auch zum Beispiel noch den Ankunftsort und sowas hier unterbringen. Müssen wir mal schauen, ob wir das auch alles hier hinten in dieser Ecke machen. Macht wahrscheinlich nämlich Sinn. Wobei, so rum das zu platzieren, macht glaube ich fast gar keinen Sinn. Wir müssen halt später auch gucken, dass hier die Jurassic Tour noch abgeht, ne? Egal, darum kümmern wir uns später. Wir kümmern uns jetzt erstmal um diese Wiese. Also hier werden dann Klippen. Und dann sind die im Film vielleicht... Ich markiere das jetzt mal mit diesen Wegen hier, dass wir einfach so eine kleine Markierung uns mal machen auf dem Boden. Im Film sind die dann vielleicht irgendwo hier rechts abgebogen. Und dann über diese Wiese gefahren. Die blende ich jetzt mal oben rechts für euch ein. Müssen wir dann auch so ein bisschen bergiger machen, an diesen zwei Bäumen vorbei. Dann fahren sie immer weiter. Die fahren ja wirklich ein ganzes Stück. Vielleicht kann man dann auch hier noch irgendwie so lang fahren, ich weiß es nicht. Damit wir nicht zu viel Platz verschwenden. Es müsste dann eigentlich auch nochmal so ein bisschen hochgehen und dann wieder runter. Würde ich fast sagen, dass man hier nochmal so ein kleines Stück hochfährt. Wir müssen sowieso mit Höhenunterschieden arbeiten, damit das später alles viel interessanter wird. Irgendwo hier. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, wie ich es genau machen werde. Zwei Bäume hin. Da werde ich wahrscheinlich diese Redwood Trees nehmen, weil diese Bäume im Film auch super, super groß sind. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Welche haben wir denn hier noch? Ich könnte halt einfach zwei so Redwood Trees dafür nehmen. So in der Art. Hier auf dem Screenshot kommt schon ganz gut hin, oder? Ich glaube, andere Bäume wären halt wirklich zu klein. Auch wenn die Redwood Trees natürlich optisch nicht so mega gut passen. Das hier wären die Alternativen dazu. Das hier und dann der kleinere daneben. Ah ne, das ist der größere sogar. Das hier wären die Alternativen. Ich denke mal, da kommen die Redwood Trees, die beiden, definitiv um einiges näher an das Original ran.
So, hier vorne kommen dann später die beiden Jeeps runtergefahren von der Wiese. Habe jetzt hier auch nochmal eine Baumreihe eingefügt, weil die sieht man auf dem Screenshot auch so im Hintergrund, sogar hinter so einem, ja, kleinen Kuppel. Die habe ich auch versucht einzufügen, so gut wie es geht zumindest. Aber man sieht es jetzt aus dieser Perspektive ganz schlecht. Gehen wir mal hier runter. Und dann sieht man eigentlich schon ganz gut. Also hier ist halt diese Kuppel und dahinter sind die Bäume, so ist es auch auf dem Screenshot. Und jetzt kommen quasi die Jeeps hier dann runtergefahren und dann fahren sie um diese zwei Bäume rum. Das Ganze ist bei mir, glaube ich, so ein bisschen spiegelverkehrt, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Weil sonst müsste ich jetzt alles nochmal umplanen, das wäre jetzt mir dann doch zu viel Arbeit. Ganz genau das zu machen ist echt schwierig, das hätte ich nicht gedacht. Aber es liegt halt auch daran, dass man sich nicht 3D umschauen kann, natürlich hier auf der Karte. Aber das ist zum Beispiel eine Szene, die habe ich gerade in dem Spiel auch gar nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen mal eben alle Bäume platzieren hier und mal gucken, welche sich am besten eignen. Die Dreierbäume natürlich nicht. Den hatten wir, glaube ich, gerade schon, ne? Ja, das ist der gleiche. Okay. So viele gibt es gar nicht, ne? Die Dreier. Mammutbaum 3. Das ist, glaube ich, so der einzige noch. Okay, schauen wir mal. Also der kleine auf jeden Fall. Jetzt müssen wir uns nur noch zwischen dem großen und dem hier entscheiden. Ich glaube, der hier linke passt ein bisschen besser, weil dort die Blätter weiter unten sind. Und im Original sind die Blätter fast am Boden. Aber das können wir natürlich auch nicht nachbauen. Das heißt, wir werden diese beiden Bäume auf jeden Fall benutzen. Und eigentlich stehen die schon fast perfekt. Ich würde jetzt sagen, den kleinen nochmal ein bisschen weiter vorplatzieren. Der war der kleine, der hier. So ungefähr. Wir gehen natürlich dünner dran. Ja. Hier müssen dann später auch noch ein paar einzelne Bäume hin. Da werde ich dann aber, ich denke mal, diese Bäume hierfür nehmen. Sehr, sehr schwierig, ne? Wir haben halt nicht so mega viel Auswahl, was Bäume angeht. Das ist halt auch so eine richtige Baumreihe. Immer die gleichen Bäume zu nehmen, ist halt echt lame. Echt schade, dass man so wenig Abwechslung hier hat, was einzelne Bäume platzieren angeht. Hier halt, geht es halt so eine Baumreihe runter. Das ist allgemein häufig auf dieser Wiese so, dass die so Baumreihen hat, die aber irgendwie ganz komisch aussehen, finde ich. Sehen sehr unnatürlich aus. Irgendwie so ungefähr. Sieht man jetzt ganz gut, glaube ich, im Screenshot. Ja, wir können mal eben die Jeeps hier runterfahren und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Schon einigermaßen das Original rankommt. Also man kann schon erkennen, dass das diese Szene sein soll, denke ich. Ja, ist ja wie gesagt sehr, sehr schwierig. Warum fährt denn der jetzt? Okay, das war strange. Als nächste Szene, was haben wir denn da überhaupt? Ja, da fahren die noch ein ganzes Stück weiter geradeaus, fahren auch nochmal an so einer Baumreihe vorbei. Und dann kommen die schon zu dieser Schlüsselszene, wo dann der erste Brachiosaurus auftritt. Und an die Szene würde ich sagen, machen wir uns jetzt direkt. Also Leute, ich habe gerade nochmal im Film nachgeguckt und diese Baumreihe, die fängt eigentlich schon relativ nah hier an diesen anderen beiden Bäumen an. Also ich glaube, das würde eher so hinkommen. Und dann nach dieser Baumreihenszene, also die fahren um diese zwei Bäume rum und kommen dann hier in diese Baumreihe, dann kommt ein Schnitt und dann kommt eigentlich schon diese Brachiosaurus-Szene, die wir alle kennen. Das heißt, dazwischen haben wir auch schon wieder Interpretationsspielraum, so ein bisschen, wie wir das Ganze gestalten wollen. Aber es muss auf jeden Fall hier vorne dann wieder bergauf gehen. Und ich glaube, die fahren einfach die Baumreihe so ein bisschen weiter entlang, wenn mich nicht alles täuscht. Also, dass die hier so ein Stück weiter entlang fahren. Dann kommt, glaube ich, auf der rechten Seite irgendwann der eine Brachio so aus der Baumreihe raus, so ein bisschen versteckt. Und auf der linken ist dann das Gewässer. So habe ich das jetzt zumindest interpretiert. Man kann es halt sehr, sehr schwer erkennen, immer in den Filmen nur. Die Szenen sind halt auch. Es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich, wirklich schwierig. Ich glaube, deswegen gibt es auch so viele verschiedene Versionen von verschiedenen Leuten, wie das Ganze aussieht. Weil das halt einfach jeder ein bisschen anders interpretiert. Seid mir da bitte jetzt nicht böse, wenn es jetzt mega falsch ist. Es ist auch echt super, super schwierig, das detailgetreu nachzubauen. Wenn man halt nur so ein paar Filmszenen als Vorlage hat. So, Leute, ich habe gerade nochmal viel Film geguckt und ja, viel spekuliert und ein bisschen rumprobiert. Weil es gibt ein paar Dinge, die mich hier noch stören an der Sache. Also an sich ist es schon ziemlich, ziemlich gut dargestellt oder nachgestellt von der Optik her im Film. Auch diese Baumreihe, die ist relativ nah dran an diesen zwei großen Bäumen, wo die drumherum fahren. Das einzige Problem, was ich noch mit dieser Szene habe, ist, dass die eigentlich von dieser Seite um die Bäume fahren. Also man müsste sozusagen die beiden Bäume tauschen von der Position und die würden hier rumfahren und dann weiter in diese Richtung. Aber das würde natürlich hier von unserem Park her nicht aufkommen. Das heißt, wir müssten hier hinten diesen ganzen Brachio-Bereich machen und sowas. Das würde einfach platztechnisch nicht gut passen und würde auch keinen Sinn mit der Straße ergeben, wenn die so abfahren und dann wieder so, ja, eine S-Kurve quasi. Weil im Film ist es, glaube ich, auch so, dass man sieht,
dass die hier so irgendwo abfahren, hier runterkommen und dann hier so rumfahren. Dass das jetzt spiegelverkehrt ist, finde ich jetzt nicht so schlimm, dass ich hier alles umbauen will. Die zweite Methode wäre übrigens gewesen, dass wir hier die Straße weiterführen und dann hier das Ganze hinten machen. Dann würden die auch sozusagen andersrum um die Bäume fahren. Aber dann wird sich auch der gesamte Park verschieben. Und ich finde die Idee eigentlich ganz gut so, dass hier das Besucherzentrum und so später hinkommt und dann hier der Rest des Parks. Ich glaube, das finde ich ganz cool. Dass jetzt die eine Szene dann spiegelverkehrt ist, so ein bisschen von den Bäumen, finde ich halb so wild. Weil nach dieser Szene, also die fahren dann sozusagen, wir können mal kurz abfahren, die Strecke. Da fahren die dann eine ganze Weile. Und irgendwann kommt dann halt die Szene, wo dann sozusagen hier hingeschnitten wird. Die fahren irgendwo runter auf eine große Wiese und fahren dann quasi um diese zwei großen Bäume herum. Dann sieht man noch ganz gut, dass hier so eine Baumreihe losgeht. Hier fahren die auch noch ein Stückchen dran vorbei. Und dann kommt quasi schon der nächste Schnitt, wo die dann direkt die Autos anhalten, beide. Und der Brachiosaurus kommt. Also wir haben wirklich viel Handlungsspielraum, weil die werden ja nicht direkt hier angehalten haben. Das macht keinen Sinn. Die sind auf jeden Fall noch ein Stückchen weitergefahren. Dass das jetzt spiegelverkehrt ist, ist halb so wild. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das so mega krass stört, dass wir das noch umbauen müssen. Ansonsten würde ich das jetzt einfach so lassen. Also mich persönlich stört es jetzt nicht so mega krass, weil diese Szene, dass die um die beiden Bäume fahren, ist jetzt auch nicht die mega krasse Schlüsselszene, die ultra wichtig ist. Viel wichtiger ist die Szene, die wir jetzt machen müssen. Und das ist die Brachiosaurus-Szene. Die Brachiosaurus-Szene können wir jetzt natürlich, ich habe euch ja gerade geschildert, die bleiben dann einfach im nächsten Schnitt fast direkt stehen. Das heißt, wir können beim Brachiosaurus wirklich viel, so selber so ein bisschen bauen. Aber man sieht eigentlich immer ganz klar, dass da so Baumreihen sind. Und dann am Ende der Baumreihe erscheint so fast der Brachiosaurus. Das ist fast so, als wenn hier so eine Baumreihe nochmal anfangen würde. Ich weiß jetzt nicht, wie dicht die ist. Eher nicht so dicht. Das ist schwer darzustellen. Zumindest mit den Bäumen, die wir haben. Aber ich glaube auch, dass die Baumreihe am Anfang so ein bisschen dichter anfängt und dann sich immer mehr lichtet. Und dann kommt sozusagen der Brachio zum Vorschein. Ansonsten wird das auch nicht viel Sinn machen, dass sie den Brachio vorher nicht gesehen haben. Das wäre halt schon ziemlich unlogisch, muss man einfach sagen. Na gut, in dem ersten Film sind leider sowieso sehr, sehr viele Logikfehler drin. Man sieht auch ganz gut, ich klicke mir mal kurz hier die Screenshots durch. Ja, es ist echt super schwer zu erkennen. Also, ich glaube halt wirklich, dass viele, viele Logikfehler in diesem Film sind. Ansonsten kann ich mir einige Dinge nicht so recht erklären, wenn ich ehrlich bin. Ist ein bisschen schade, aber wir versuchen das Beste daraus zu machen. Ich will jetzt auf jeden Fall auch noch hier diese eine Szene so gut wie es geht nachstellen von den Bäumen her. Das mit der Bepflanzung hier ist auch super, super schwierig. Aber hier soll dann quasi schon der Brachio kommen. Ihr habt übrigens auch in die Kommentare geschrieben, dass wohl diese Funktion mit den von Bäumen fressen noch gar nicht drin ist im Spiel. Also wenn ihr da irgendwie was wisst drüber, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe das jetzt so auch noch nicht gesehen. Ich habe es aber auch noch nicht getestet. Kommt das hin so? Diese Palmen passen halt überhaupt nicht dahin, ne? Ah, sind sie weg. Okay, den einen Baum haben wir hier. Oben rechts seht ihr den Screenshot natürlich. Den einen Baum haben wir hier, den Baum haben wir hier. Da noch einen neben. Na hier, der müsste eigentlich näher ran. Mal gucken, dass wir das hinkriegen. Eigentlich müsste das auch ein kleinerer, oder? Dass der Baum ist. Ja, das müsste eigentlich ein kleinerer sein. So einer. Und ein bisschen näher ran. Ich hoffe, der verschwindet jetzt nicht, der andere Baum. Das ist halt immer ein bisschen gefährlich. So. Sieht schon ganz gut aus. Und dann könnten wir hier nochmal eben die Lücke mit so einem größeren Baum wegmachen. Dann war es das quasi schon. Also die würden dann sozusagen hier hochfahren. Und hier wäre dann die Brachiosaurus-Szene. Zumindest sieht es auf dem einen Screenshot so aus. Okay, Leute, das wird auf jeden Fall schwieriger, als ich es alles vermutet hätte. Wir werden heute auch nicht zu dem Gewässer kommen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Wir werden nur diese Brachiosaurus-Szene noch schaffen. Das habe ich euch ja gerade schon geschildert, dass wir das leider spiegelverkehrt haben. Finde ich aber nicht so schlimm. Ist jetzt keine Schlüsselszene im Film. Dann kommen die hier an der Baumreihe, fahren hier aber auch weiter entlang, sozusagen im Film. Und dann kommt ein Cut, wo die schon direkt anhalten. Dann sieht man eigentlich schon diese Szene direkt, wo sie dann anhalten. Er hat anscheinend schon irgendwas gesichtet. Er guckt noch auf seine Karte da. Und jetzt sieht das erste Mal Alan Grant den Brachio. Hier ist dann die Baumreihe, die ich vorhin habe versucht nachzustellen. Also ich habe vorhin versucht, diese Bäume hier nachzustellen, diese vier. Und hier diesen auch noch am Rand. Und dann habe ich so geguckt, wie viele jetzt noch vor dem Brachio sind. Dieser Baumstamm hier, achtet mal auf den hier.
Dieser hier, den dünnen, den habe ich mit einem Walnbaum markiert. Das wird vermutlich auf dem Bild der hier sein. Gehe ich mal von aus, oder? Ja, kommt hin. Und dann sieht man schon ganz gut auf diesem Screenshot, dass hier der nächste Baum anfängt. Und ich habe dann gerade quasi geguckt, wie viele Bäume noch sozusagen die Baumreihe entlang vor dem Brachio kommen. Dann sieht man hier nochmal einen Screenshot, wo man nach hinten diese Baumreihe sieht, die wir auch dargestellt haben. Also das ist, glaube ich, schon ganz korrekt so. Aber das kommt eigentlich hier hinten auch einigermaßen hin. Ist halt wirklich schwierig. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass teilweise Szenen mit ein paar Filmfehlern so ein bisschen sind, weil jetzt gerade war ich ein bisschen verwirrt. Also hier sieht man nochmal zwei Bäume, die vor dem Brachio auf jeden Fall sind. Da sieht man nochmal den Hintergrund, aber das wird zu kompliziert, das hier alles zu interpretieren, glaube ich. Ich habe es mir eigentlich vorgenommen, aber ich glaube, da werde ich einfach durcheinander kommen. Und jetzt gehen wir zur nächsten Szene. Die hat mich gerade komplett verwirrt. Hier sehen einfach die Bäume anders aus. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schau euch das an, das ist doch schon verwirrend, oder? Mach mal eben die beiden Szenen, die mich hier komplett verwirren, für euch an. Also, wir sind einmal in dieser Szene hier. Und dann da. Das passt doch nicht, oder? Wo ist dieser dünne Baum hier hin? Ihr seht jetzt gerade hier so ein Falschsymbol, das ist aber egal. Wo ist dieser dünne Baum hier hin, der Baum? Da ist doch auch schon wieder ein Schnitt drin. Und die sind wieder viel, viel weiter vorgegangen, oder? Auch hier der Baum oben rechts. Wohl, der könnte das sein. Warte mal, könnte das... Der Baum hier oben rechts. Der hier. Könnte der eventuell dieser Baum hier sein? Oh, sorry. Dieser Baum, kommt das hin? Achtet mal so ein bisschen auf die Äste hier oben. Und dann auf den linken Baum. Ich glaube, gerade da oben könnte das echt hinkommen. Achtet mal hier auf dieses Geäst. Ich mache nochmal den Pfeil weg. So, auf dieses Geäst hier achten. Und jetzt hier auf dieses Geäst. Sozusagen hier oben. Kommt das hin? Ich glaube, das könnte der Baum sein, ne? Das heißt, vor dem Brachio würden nochmal 1, 2, 3, 4, ja, den kleinen zähle ich nicht mit, 5, 6, 7 Bäume kommen. Okay, gut zu wissen. Das habe ich so noch nie gesehen in den Szenen, glaube ich, dass das jemand so nachgestellt hat. Aber so interpretiere ich das jetzt. Das hat mich nämlich gerade so ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Aber ich denke mal, so werde ich das dann jetzt mal versuchen umzusetzen in-game. Das heißt, die Baumreihe geht sozusagen nochmal ein ganzes Stück weiter mit 7 Bäumen. Wenn ich hier jetzt irgendwas falsch interpretiere oder falsch mache, schreibt es gerne in die Kommentare, weil das wirkt für mich tatsächlich auch gerade ein bisschen komisch. Die Baumstämme sind eigentlich viel näher aneinander, wenn ich ehrlich bin. Kriegst aber, glaube ich, nicht näher hin. Und die sind natürlich alle gleich jetzt hier, die Bäume. Das, weil es sehr, sehr schade ist. Weil es einfach keine verschiedenen Bäume gibt. Ich versuche das Ganze ein bisschen mit Rotation der Bäume auszugleichen. Ich muss auch gucken, dass das hier vom Gelände her passt. Ich glaube, ich muss hier noch ein Stück höher gehen. Es ist wirklich schwierig. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so schwierig wird, Sachen mit Filmszenen nachzubauen. Also das ist echt viel, viel schwieriger als vorher vermutet. Ich werde wahrscheinlich viele, viele Fehler haben. Aber ich hoffe, man kann später den Film sozusagen einigermaßen nachvollziehen. Sind dann nochmal 4 Bäume. Sehe ich das richtig? Ja. Sehe ich richtig, ne? Ich würde auch gerne nochmal einen größeren einbauen. Noch zur Variation. Ja, das ist schon echt krass. So kenne ich die Szene halt überhaupt nicht. Habe ich auch noch echt nie gesehen. Weil wir sind da immer nur so ein paar Bäumchen, die die Leute nachbauen. Ich mach das mal so. Okay. Jetzt stellt euch den Brachiosaurus hier so zwischen vor. Hier läuft er dann zwischendurch. Darf hier, glaube ich, noch nicht so runtergehen. Das können wir aber gleich noch korrigieren. Kommt aber schon ganz gut hin, ne? Und der Brachiosaurus ist gerade gelandet. Ich hoffe, der läuft jetzt nach rechts in die richtige Richtung, damit wir das vergleichen können. Also es kommt schon, also hier vorne auf jeden Fall in die richtige Richtung geht das mit den Bäumen her. Oder von den Bäumen her. Das finde ich schon ganz gut. Oh, er läuft sogar nach rechts. Jetzt nur ein bisschen dauern. Okay, ne, er dreht sich leider. Aber ich glaube, man kann das schon ganz gut nachvollziehen. Frisst er jetzt von den Bäumen? Oh, vielleicht sehen wir das jetzt. Ne. Er stapft da durch. Oh, jetzt. Oh Gott, was passiert? What is happening? Er sprintet auf jeden Fall an unseren Jeeps vorbei.
Ja, so ein bisschen Jurassic Park-Feeling kommt dir schon auf. Ist natürlich echt schwer nachzustellen. Schreib es auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ich hier irgendwas falsch mache mit den Bäumen oder so. Das ist echt super, super schwierig. Gib hier wirklich mein Bestes. Da vorne ist natürlich auch nochmal eine Szene. Ich habe hier nur ein Fieder platziert, damit er in diese Richtung hoffentlich läuft. Die können wir ja auch nochmal eben kurz nachstellen. Und da landet gerade noch der Brachio. Aber das ist diese Szene, die wir sozusagen nachgebaut haben. Kommt von den Bäumen auch einigermaßen hin. Ich hätte die Bäume gerne noch ein bisschen näher aneinander gestellt, muss ich sagen. Aber das geht ja leider nicht. Ja, von den Größenverhältnissen kommt es natürlich auch nicht hin. Ne? Der Brachio ist einfach viel zu klein. Im Film ist er ein bisschen größer. Aber ich glaube, wir haben unser Bestes gegeben. Es ist schon ganz gut geworden. Falls euch die heutige Folge gefallen haben sollte, dann würde ich mich auf jeden Fall mega über ein Like freuen. Falls euch das Projekt gefällt und ihr nichts verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ich würde mich auch sehr von euch über. Von euch. Ich würd mich auch sehr über einen Kommentar von euch freuen. Und ja, ansonsten würde ich sagen. Oh, jetzt läuft er gerade ganz gut. Dem Bild können wir uns verabschieden. Ansonsten würde ich sagen, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.